wirtschaftliche Verwertungsrechte. Die Idee dahinter ist, dass man den Leuten irgendwie Anreiz geben will, dass sie kreativ tätig sind, dass sie Rechte haben, die sie dann verkaufen können. Letztlich aus einer ökonomischen Perspektive geht es da um positive externe Effekte. Wenn ich etwas kreiere und andere können das einfach gratis nutzen, dann führt das dazu, dass ich vielleicht aus einer klassischen ökonomischen Perspektive zu wenig kreativ bin. Man kann sich dann fragen, wie das ist in der Praxis, weil in der Regel verdient man sowieso kein Geld als Autor, zumindest mir bis jetzt so gegangen. Und das ist dann genau der Punkt, wo eben solche offenen Lizenzen anfangen, eine Rolle zu spielen. Denn dann kann es mir eigentlich egal sein, wenn ich etwas unter eine offene Lizenz stelle. Wenn ich sowieso nichts verdiene, dann habe ich vielleicht einfach Freude daran, wenn es irgendwo sonst noch genutzt werden kann. Wirtschaftliche Verwertungsrechte und Persönlichkeitsrecht, vielleicht kurz noch ein Blick ins Gesetz, was da so alles drinsteht. Also eben das Recht zur Erstveröffentlichung hier an der zweiten Stelle, haben Sie schon gehört. Dann die Anerkennung der Urheberschaft als solches, also es kann niemand hingehen und unter seinem Namen Ihr Werk veröffentlichen. Dann die Werkintegrität steht da auch noch drin. Da geht es darum, dass niemand Ihr Werk nehmen kann und verändern kann. Das ist so das Klassische, was im Urheberrechtsgesetz drin ist. Sie werden sehen, offene Lizenzen machen eigentlich genauso, mindestens was die Werkintegrität angeht, machen so ziemlich das Gegenteil. Verwertungsrechte, da geht es darum, dass man Kopien erstellen darf. Es geht um Werkexemplare, also eben Kopien, Juristen sprechen von Werkexemplaren, um die Verbreitung dieser Kopien. Es geht um Aufführen, Vorführen, Senden, zugänglich machen. Das ist das, was im Internet passiert, wenn ich etwas aufs Netz stelle. Das sind diese Rechte, die in diesem Gesetz drin geregelt sind. Was wichtig ist, ist, dass das Konzept das ist, der Urheber selbst hat diese Rechte, man gibt ihm diese Rechte und niemand anders darf diese Rechte ausüben, grundsätzlich mal. Jetzt macht es keinen Sinn, wenn der Urheber der Einzige wäre, der das nutzen könnte, seine Werke. Deshalb muss es eine Möglichkeit geben, diese Rechte irgendwie zu transferieren oder mindestens jemandem eine Erlaubnis zu geben, das Material eben trotzdem zu nutzen. Und im ersten Fall haben wir einfach im Prinzip eine Art Kaufvertrag. Also wie Sie Eigentum übertragen, können Sie auch Urheberrechte übertragen und dann haben Sie jemand anders, der der Rechteinhaber ist. Das passiert in der Regel, wenn Sie einen Verlagsvertrag abschließen. Das ist nachher der Verlag, der Inhaber dieser Rechte. Das andere ist ähnlich wie bei der Miete. Haben Sie eine Mietwohnung, da haben Sie einen anderen Eigentümer als den Nutzer. Sie können auch ein Urheberrecht verlizenzieren, da bleiben Sie Urheber, aber jemand anders hat das Recht, dieses Werk zu nutzen, vielleicht in einem bestimmten Rahmen. Also verkaufen einerseits, lizenzieren andererseits. So geht man in der Praxis damit um, das ist klar. Frage ist vielleicht dann noch, wann entsteht überhaupt ein Urheberrecht? Unter welchen Umständen haben Sie diesen Schutz als Autor? Da steht im Gesetz, dass das Werk definiert im Urheberrechtsgesetz. Da steht, Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben. Wichtig ist, dass nur das, was diese Definition erfüllt, ich gehe gleich noch ein bisschen im Detail darauf ein, nur das ist geschützt. Wann liegt so ein Werk vor? Es muss eine geistige Schöpfung sein. Geistige Schöpfung heißt nichts anderes, als dass es von einem Menschen gemacht sein muss. Sie erinnern sich vielleicht an diese Diskussion vor einiger Zeit in den Medien mit diesem Affen-Selfie. Da hat irgendein englischer, ich glaube, es war ein Journalist, der hat einem Affen eine Kamera in die Hand gedrückt und der hat sich dann selber fotografiert. Und da war die Diskussion, ob das jetzt ein Werk sein könne, ob das Urheberrechtsschutz genießt. Nein, es ist ganz klar das nicht. Es gibt dann Tierschützer, die finden doch, Affen haben doch auch Rechte, aber wir Urheberrechtler sehen das anders. Dann, es muss wahrnehmbar gemacht sein, das Ganze. Also wenn Sie das bloß im Kopf haben, eine Idee, dann ist es noch nicht geschützt. Wenn jemand anders dann kommt und das Gleiche, auf die gleiche Idee kommt vielleicht und das publiziert, dann können Sie nichts dagegen tun. Es muss irgendwie, zum Beispiel wie hier, vorgetragen sein. Es muss geschrieben sein, im Netz publiziert, gedruckt, was auch immer. Also irgendwie muss es sichtbar sein für andere, für draußen. Dann muss es individuell sein. Das heißt, wenn Sie irgendetwas tun, das jeder gleich tun würde, dann hilft das nichts. Dann wird das nicht geschützt. Individualität ist meistens so ein bisschen der Knackpunkt im Urheberrecht. Vielleicht können wir da noch kurz ein Bild anschauen. Das war Gegenstand eines Bundesgerichtsentscheids. Das ist Bob Marley, für die, die ihn nicht erkannt haben. Da hat ein Journalist oder ein Fotograf ein Foto gemacht während einem Konzert.
Und das Bundesgericht fand dann, der Einsatz von Licht und Schatten, die Auswahl der Ausschnitte und der Sekundenbruchteile während Marleys Bewegungen bezeugen ein genügendes Maß an Gestaltungswillen und damit eben an Individualität. Und entsprechend hat man gesagt, dieses Foto sei urheberrechtlich geschützt. Sie sehen, das ist ziemlich gummig. Was wir vielleicht mitnehmen können, wenn Sie Lehrmaterialien schreiben, dann sind Sie ganz klar im grünen Bereich. Das hier ist wirklich ein Schnappschuss. Also wenn Sie irgendwie auf einer Reise, ich weiß nicht was, in Zürich das Großmünster fotografieren, ist das in der Regel nicht geschützt. Aber wenn Sie, wie soll ich sagen, in der Schule Lehrmaterialien produzieren, dann sind Sie sehr schnell in einem urheberrechtlich geschützten Bereich. Es braucht eigentlich nicht sehr viel. Aber eben die Individualität, das ist wichtig. Dann steht noch im Gesetz Literatur oder Kunst. Das ist viel zu eng. Es ist klar, also das kann irgendetwas sein, das kann bildnerisch gestaltet ist auch Kunst. Es kann ein Video sein zum Beispiel, das ist sehr, sehr viel offener, als da im Gesetz effektiv steht. Alles, was irgendwie eben das Ergebnis von menschlicher Kreativität ist im weitesten Sinn, ist möglicher Gegenstand des Urheberrechts. Gut. Die Frage ist dann auch, wie lange hält das? 70 Jahre nach dem Tod. Die Idee ist, dass, was sind das, 2, 3 Generationen von diesem Werk noch leben können im Nachhinein, hat man sich überlegt. Software sind es 50 Jahre. Ich weiß nicht, wer mit 50-jähriger Software arbeitet noch heute, aber das war damals die Idee. Die Idee ist vor allem hier, dass wenn das erloschen ist, dann sind die Werke gemeinfrei. Das heißt, sie dürfen damit tun und lassen, was sie wollen. Sie dürfen heute auch einen Mozart veröffentlichen unter eigenen Namen. Man wird es vielleicht da merken, es ist peinlich, aber sie dürfen das, niemand kann etwas dagegen tun. Oder nach 70 Jahren nach dem Tod ist vor allem auch kostenlos etwas zu nutzen. Sie wissen, dass wenn Sie als Schule ein Werk nutzen, grundsätzlich zahlen Sie diese Abgaben an die Verwertungsgesellschaften. Das ist quasi pauschal dann abgegolten, eben, ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Werke über 70 Jahre nach dem Tod, oder später als 70 Jahre nach dem Tod, die fallen nicht mehr darunter. Gut, eben, die Frage ist, was dürfen Sie als Schule? Sie haben sogenannte Schranken des Urheberrechts. Wir haben jetzt erklärt, was die Voraussetzung ist, dass Urheberrecht überhaupt entsteht. Es gibt aber gewisse Limiten, oder die Juristen sprechen von Schranken, wo Sie eben als Urheber dann gewisse Dinge doch nicht verhindern können. Wir haben zuerst diesen Buchstaben A hier, da steht, jede Werkverwendung im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde. Da dürfen Sie, also für sich selbst, dürfen Sie etwas aus dem Netz runterladen. Das ist heute herrschende Lehre in der Schweiz, es gab lange Zeit Diskussionen, ob es fürs Internet auch gilt. Sie dürfen etwas runterladen, Sie dürfen es für sich nutzen, Sie dürfen auch Musik runterladen auf dem Netz und die hören das absolut problemlos. Sie dürfen es auch teilen mit eng verbundenen Leuten, also man spricht da in der Regel so von 15 Personen vielleicht, Personenkreis, wobei, wie das dann genau definiert ist, ist auch nicht so ganz klar. Wichtig hier ist eigentlich Buchstabe B, oder wichtiger, da steht jede Werkverwendung der Lehrperson für den Unterricht in der Klasse. Was heißt das jetzt? Sie dürfen Werke innerhalb der Schule kopieren für Ihren Unterricht, Sie dürfen Materialien zum Beispiel auf ein Intranet stellen, wo die Schüler Zugriff darauf haben, vielleicht nach der Stunde. Was sie aber nicht tun dürfen, ist Werke irgendwie einfach aufs Netz tun. Also wenn Sie Beispiel eine Lektion aufzeichnen, diese Lektion nachher aufs Netz tun, Ihr eigenes Werk selbstverständlich dürfen Sie aufs Netz tun, wenn Sie in dieser Lektion aber Materialien verwenden für wo Dritte Urheberrechte daran haben, dürfen Sie diese Werke grundsätzlich nicht verwenden in so einem Video, das nachher frei verfügbar auf dem Internet ist. Da verletzen Sie das Urheberrecht. Da haben wir irgendwo ein Problem. Eine Lösung dafür ist natürlich, dass man eben Dinge braucht, die man nutzen darf in solchen Situationen, eben Open Educational Resources. Wenn wir noch ein bisschen weiter schauen. Ja. Sie haben jetzt gesagt, ins Netz, ins Internet. Wie sieht das aus mit dem Intranet einer Schule? Intranet einer Schule. Grundsätzlich dürfen Sie in der Schule das Material aufs Intranet stellen, solange es für die Schüler, grundsätzlich steht da in der Klasse, aber ich denke, ich habe es, sorry, es war Absicht.
Sie dürfen, solange es in der Klasse gebraucht wird, ist es zulässig. Was Sie, über die Klasse hinaus. Also gut, wenn ein anderer Lehrer das dann wieder nutzen würde, dann hat er ja wieder das gleiche Recht, weil er eben Lehrer ist und es in der Klasse nutzt. Wenn es gibt so die Gegenbeispiele, Sie machen einen Filmabend in der Schule und dann wird einfach zur Unterhaltung dieser Film ausgestrahlt. Das ist dann ein Fall, wo es eben nicht in der Klasse genutzt wird, sondern bloß zur Unterhaltung. Und da müssen Sie zahlen. Oder? Das sind die Dinge. Aber grundsätzlich für Ausbildungszwecke, würde ich meinen, kann man es tun. Auf den Lehrmitteln auf der Rückseite steht Fair Kopieren, neben so einer Organisation, eine schweizerische, die möchte das gerne verhindern, dass eben urheberrechtliche Sachen kopiert werden von Lehrpersonen. Und da steht, dass Arbeitsblätter, die zusammengeschnipselt sind aus Lehrmitteln, dürfen nicht an andere Klassenlehrpersonen gegeben werden. Da verletzt man das Urheberrecht. Ist strafbar, steht es, glaube ich, sogar. Ja, also die andere Lehrperson darf es ja nutzen im Unterricht. Aber nicht. Also, da habe ich jetzt Mühe. Zusammengeschnipselt aus Zahlen, weiß ich was. Und sage jetzt meinem Lehrkollegen, schau mal, ich habe was gemacht, kannst du auch verwenden. Ich würde jetzt behaupten, die entsprechende Organisation schreibt auch, man darf keine Downloads machen aus dem Internet. Oder es gibt Leute, die sehr viele solche Dinge erzählen und dann Shock and Awe, man versucht die Leute zu verunsichern. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn der andere das ja dann nutzen darf als Lehrer, dann darf ich es ihm auch weitergeben. Also da habe ich wirklich kein Problem damit. Es gibt noch so eine Gegenausnahme, die dann effektiv gilt. Oder? Außerhalb des privaten Kreises, das ist die Schranke 1, will heißen, also gerade für die Nutzung in der Lehre, darf man im Handel erhältliche Werke nicht als Ganzes kopieren. Da gibt es noch dieses Es sei denn, spielt jetzt hier keine große Rolle. Sie dürfen also nicht Ihren Schülern Kopien von ganzen Büchern verteilen, das geht nicht. Ja? Bei uns steht auch neben jedem Kopierer so ein Schild mit ähnlichem Text. Es darf maximal ein Kapitel sein eines Buches. Ja, wo die Grenze genau ist, ist dann schwierig, oder? Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keine Gerichtsentscheide. Wenn Sie nur ein Kapitel kopieren, dann sind Sie vermutlich noch im grünen Bereich drin. Größere Teile, ich kann es Ihnen schlicht nicht sagen, wo genau die Gerichte die Grenze setzen würden. Wobei es steht, bitte? Wo kein Gräber ist, kein Recht. Ja, das ist der alte juristische Grundsatz. Die Leute müssen es noch merken, oder? Ja, Sie haben schon recht. Die Leute müssen es noch merken, oder? Und in der Regel, man hat ja dann vielleicht auch ein Reputationsproblem, wenn man gegen Lehrer vorgeht, der halt zwei Kapitel kopiert hat. Also ich möchte es dann sehen, ob da wirklich geklagt wird. Und klagen ist auch teuer, das müssen Sie sich im Klaren sein. Gut. Eben, die Frage ist jetzt, wie gehen Sie mit dem um? Es gibt Dinge, die dürfen Sie nicht tun. Wie können Sie Sachen nutzen, die da draußen im Netz sind? Es gibt viele Materialien, die da draußen im Netz sind, die Sie problemlos nutzen können und wo Sie gar keine Rücksicht nehmen müssen auf diese Schranken. Und da kommen wir zum Thema Creative Commons. Creative Commons ist ein alternatives Lizenzsystem. Es bietet frei nutzbare Standard-Lizenzverträge an, die ich als Autor, wenn ich etwas schreibe, verwenden kann, um meine Texte freizugeben. Da kann ich ein Logo drauf machen, ein Creative Commons Logo, und dann ist das quasi ein Verweis auf diese Lizenz. Ich muss nicht zahlen dafür, dass ich diese Creative Commons Lizenz nutze. Es ist ein Verweis darauf, und damit mache ich klar, dass man dieses Werk in einer gewissen Weise frei nutzen kann. Wichtig ist, Creative Commons ist so irgendwo in der Mitte zwischen einerseits einem harten Copyright und auf der anderen Seite der Public Domain. Die Public Domain ist eben das, was gemeinfrei ist, haben wir vorhin gesagt. Ich kann im Prinzip auch ein Werk komplett freigeben. Da gibt es die sogenannte CC0-Lizenz, schaue ich jetzt nicht an. Aber es ist irgendwo in der Mitte, und zwar ist es in der Mitte, weil wir in der Regel eben doch eine Verpflichtung haben, dass die Leute den Namen der Autoren erwähnen und dass sie gewisse andere Voraussetzungen erfüllen. Auf das gehe ich noch kurz nachher drauf ein. Also es ist nicht ganz frei, aber es ist auch nicht all rights reserved, wie das klassische Copyright ist.
Die Vorteile von Creative Commons sind klar. Wir haben einen globalen Pool von gratis nutzbaren Werken. Unterdessen sind das Hunderte und Hunderte Millionen von Bildern zum Beispiel. Die finden Sie auf Flickr, die finden Sie auf Google. Mit der erweiterten Suche von Google zum Beispiel können Sie nach Creative Commons lizenzierten Materialien suchen. Und dann wissen Sie, Sie dürfen das nutzen, frei. Das System ist global einheitlich. Das heißt, wenn Sie es in den USA finden, den Text, dann dürfen Sie ihn auch in der Schweiz brauchen. Sie wissen, die Lizenz ist identisch in den USA wie in der Schweiz. Es ist ein sehr einfaches System. Ich werde es gleich noch erklären. Und es ist bequem, weil es eben so einfach ist für Kreative einerseits. Da können Sie einfach das Logo drauf machen. Dann ist klar, dass es freigestellt ist oder freigegeben ist, das Werk. Und für die Nutzer andererseits, Sie wissen, wenn das Logo drauf ist, dann kann ich es nutzen. Es ist in der Praxis nicht ganz so einfach. Es könnte theoretisch sein, dass jemand ein Werk nimmt, das nicht seins ist, und da eine Creative Commons Lizenz drauf macht. Und da haben Sie ein Problem. Danke, 5 Minuten. Da haben Sie ein Problem, weil im Urheberrecht haben Sie keinen Gutglaubensschutz, so genannt. Also es könnte sein, dass Sie auf jemanden reinfallen, der eben, wie gesagt, eine Lizenz auf etwas drauf macht, wo er gar keine Rechte hat, und dann verletzen sie das Urheberrecht trotzdem. Da gibt es ein gewisses Risiko, das kann ich nicht wegdiskutieren als Jurist. Andererseits, mir ist kein Fall bekannt, wo solche Dinge wirklich passiert sind. Warum will ich überhaupt Werke unter CC stellen? Einerseits fördert das die Verbreitung der eigenen Werke. Sie können eine gewisse Reputation aufbauen. Ich habe zum Beispiel, Sie haben gehört, ich bin Professor, das heißt, ich habe habilitiert. Ich habe meine Habilitationsschrift unter Creative Commons gestellt. Ich habe es auf dem Zora-Archiv der Universität Zürich, habe ich das Buch publiziert. Das hat den Vorteil, auf Zora ist klar, einerseits ist es mal öffentlich zugänglich überhaupt, und andererseits kann es aber jemand nehmen, dieses Werk, und auch bei sich auf einer Webseite publizieren, zusätzlich, dank der Creative Commons Lizenz. Dann, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, Urheberrecht lohnt sich eigentlich, mindestens für Schweizer Autoren, weil der Markt so klein ist, meistens nicht. Das heißt, sie haben eigentlich sowieso nichts zu verlieren. Sie gewinnen Reputation, sehr viel mehr Geld verdienen tun sie auch nicht, wenn sie darauf verzichten. Also macht es halt unter Umständen Sinn. Jetzt, also man hat auch Freude daran, wenn man kooperieren kann mit jemandem. Teilweise ist es auch so, wenn sie Werke nutzen, ich komme noch darauf zu sprechen, wenn sie Werke nutzen und dann die verändern, müssen Sie es wieder unter einer vergleichbaren Lizenz veröffentlichen. Da haben Sie den Vorteil, dass Sie ein Werk schon mehr oder minder fertig nehmen können, auf Ihre Bedürfnisse anpassen und dann es halt wieder irgendwie zur Verfügung stellen müssen. Das ist quasi ein Tauschgeschäft, das ist eine Variante. Gut, vielleicht noch kurz, wie funktioniert das mit Creative Commons? Wir haben so verschiedene Lizenzmodule hier. Unten ist das sogenannte Attribution-Modul oder Namensnennungsmodul, wie man auch sagt. Das ist immer dabei. Das bedeutet, dass Sie erstens den Namen erwähnen müssen des Autors, der auf diesem Werk auftaucht. Sie müssen sagen, wo die Quelle ist, wo haben Sie das Werk her. Sie müssen sagen, unter welcher Lizenz steht dieses Werk. Das sind so die wesentlichen Pflichten, die Sie haben, wenn Sie so ein Werk benutzen möchten. Vor allem, wenn Sie es eben nachher wieder aufs Internet stellen möchten, zum Beispiel. Es gibt eine Lizenz, CC BY, BY eben im Sinn von Attribution, also BY und dann Autor, die nur dieses Attribution-Modul enthält. Das ist die einfachste Variante. Dann können Sie das aber kombinieren mit weiteren Modulen, zum Beispiel mit einem Modul No Derivatives. Das Gleichzeichen steht da dafür, das heißt, der Nutzer darf das Werk nicht abändern, er darf es nur weitergeben. Wir haben ein Non-Commercial-Modul, das heißt, der Nutzer darf kein Geld damit verdienen, grundsätzlich. Und dann haben wir Share-alike, das ist so ähnlich wie bei der Open-Source-Software, das Copyleft-System. Wenn Sie ein Werk nehmen, das abändern, dann müssen Sie das abgeänderte Werk wieder unter die gleiche Creative Commons-Lizenz stellen. Sie können das kombinieren, da wo es Schnittstellen hat, ist eigentlich von der Logik her, dass Sie, wenn Sie etwas nicht verändern dürfen, dann macht die Share-alike-Lizenz auch keinen Sinn, weil Sie nur veränderte Dinge ja wieder unter die gleiche Lizenz stellen müssen. Aber grundsätzlich können Sie Attribution mit dem kombinieren, Sie können es mit Non-Commercial kombinieren und Sie können es mit Share-alike kombinieren und die zwei untereinander und die zwei untereinander. Wir haben vorhin gehört, dass es um Open Educational Resources geht. Und Open heißt, ich muss kurz spicken, dass man eben
free ist, free to access, use, modify and share for any purpose. Und wenn Sie sich das überlegen, dann merken Sie, dass CC teilweise diese Grundsätze verletzt. Wenn Sie sagen, free to modify, dann ist eben alles, was no derivatives lizenziert ist, ist nicht open. Wenn Sie sagen, non-commercial ist nicht open, weil das steht for any purpose. Also wenn Sie sagen, wenn Sie etwas veröffentlichen wollen unter einer CC-Lizenz, das wirklich dem Open Education oder das Open Educational Resource sein soll, dann müssen Sie sich überlegen, was Sie tun. Idealerweise nehmen Sie nur diese CC-BY-Lizenz, die Attribution-Lizenz, und dann sind Sie sicher, dass Sie die möglichst freie Verwendung ermöglicht haben. Vielleicht noch die Frage, wie tun Sie es, was machen Sie konkret, wenn Sie mit solchen Sachen arbeiten wollen. Zuerst die Frage, wie Sie Inhalte suchen können. Wir haben vorhin von Herrn Wimmer bereits einen Hinweis bekommen, wo es Informationen hat. Ich habe einen sehr guten Blogbeitrag gefunden, den ich hier auf den Folien verlinkt habe. Ich nehme an, die Folien kommen nachher aufs Netz. Dort ist eine gute Übersicht. Ich möchte das jetzt nicht im Detail erklären. Umgekehrt, wenn Sie etwas teilen möchten, wenn Sie eine Lizenz, eine Creative Commons Lizenz selber vergeben möchten für Ihr Werk, da gibt es bei Creative Commons auf der Webseite den License Chooser. Da können Sie ein paar Fragen beantworten, zum Beispiel eben, soll ich es kommerziell verfügbar machen, also sollen die Leute es auch kommerziell nutzen dürfen, sollen sie es abändern dürfen, und am Schluss bekommen Sie ein Logo, das die passende Lizenz abbildet. Dieses Logo können Sie kopieren, bei sich in den Text reintun und dann haben Sie die Lizenz vergeben. Ist super einfach. Gut, ich denke, wir sind ein bisschen knapp von der Zeit. Ich weiß nicht, ist eine Fragerunde später geplant noch? Machen wir es in der Pause. Okay, ich danke für das Interesse.